Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Der große Marktausblick mit Mario Lüdemann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen auch das wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist sehr wichtig. Gut, die Teilnehmer kommen noch rein. Finde ich super, obwohl wir Sommerferien haben. Das Interesse ist da. Und Mario, seit letzter Woche können wir uns nicht über zu geringe Wohler beschweren. Und ich bin sehr gespannt, was du heute uns mitgebracht hast. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, Nelson, und hallo in die Runde. Ich mache gerade noch die Übertragung für meinen Bildschirm. Sehen, dass wir den richtigen haben. So, jetzt müsstet ihr auch alle meinen Bildschirm sehen. Ja. Wir werden uns natürlich jetzt wieder die Märkte anschauen. Sicherlich habt ihr wieder viele Fragen, dadurch, dass die Volatilität jetzt angestiegen ist, und zwar auf den, ja wirklich, man konnte es fast erahnen, dass es so kommt nach dem Zinsentscheid in den USA. Dazu das saisonale Bild, was da war. Das heißt, wir konnten wirklich super gut in den letzten Tagen, gerade im Bereich des Investment, mit unseren Investmentstrategien davon profitieren. Dazu aber alles gleich später mehr. Den Risikohinweis hat der Nelson ja schon gezeigt. Immer ganz wichtig hier auch nochmal für euch von mir. Was sind die wichtigen Termine? Und jetzt aufgrund der letzten Woche seht ihr auch, wie wichtig es ist, eben genau diese wichtigen Termine immer im Blick zu haben. Denn wenn man solche Termine wie beispielsweise den Zinsentscheid oder die Arbeitslosenzahlen nicht im Blick hat und dann plötzlich wundert, warum kriegen wir denn hier gerade so starke Bewegungen im Markt, dann weiß man das meistens gar nicht, wie man es vor allen Dingen auch gar nicht damit umzugehen. Und das ist natürlich immer wichtig, dass man genau weiß, welche Daten, welche Zahlen haben, welche Auswirkungen. Deswegen gucken wir uns natürlich auch Woche für Woche im Marktausblick natürlich die wichtigsten Zahlen und Daten an, die anstehen. Und darüber hinaus natürlich sprechen wir immer auch darüber, wann natürlich starke Bewegungen kommen, weil das ist natürlich wichtig, denn gerade solche Dinge wie Zinsentscheid, was wir gesehen haben in der letzten Woche, führt natürlich dazu, dass wir starke Bewegungen haben. Was steht an diese Woche? Wir haben natürlich die Stellenangebote aus den USA morgen um 16 Uhr. Dann wie üblich mittwochs um 16.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Und dann noch am Freitag der Erzeugerpreisindex. Also wir sehen, so ganz viele wichtige Daten gibt es in dieser Woche nicht. Das war in der letzten Woche komplett anders. Ich war auch in der letzten Woche nicht hier bei mir im Handelsbüro. Ich bin jetzt gerade wirklich vor einer guten halben Stunde erst aus der Schweiz angekommen. Ich war jetzt die letzten 10 Tage zur Weiterbildung in der Schweiz. Das macht es ja auch, wie viele von euch wissen, regelmäßig, dass ich mindestens 50 Tage im Jahr mich auch weiterbilde, weil ich einfach glaube, dass das, was man in sich investiert, eines der besten Investitionen überhaupt ist. Von daher bin ich auch sehr gespannt, was wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben. Kommen wir also noch zu den Terminen, die auch von unserer Seite her noch stattfinden in den nächsten Wochen. Da haben wir noch Börse Unlimited, da gehe ich gleich noch mal kurz drauf ein. Die Trader-Ausbildung, wer noch mit dabei sein möchte, wir haben noch 2 freie Plätze und Rendite Unlimited jetzt schon zum 4. Mal. Wir haben letztes Jahr, sind wir im Sommer gestartet mit Rendite Unlimited. Das heißt, da geht es 2 Tage lang nur um Trading und Investment. Findet in Berlin statt am 26. und 27. Oktober. Und Thema Investment natürlich ganz klar. Wir haben dieses Jahr schon richtig viele gute Strategien gehabt, die zweistellige Performance hatten. Wir stellen hier zum Beispiel vor, auch bei Börse Unlimited 2 Strategien, die in diesem Jahr schon 10 bzw. 15% Performance gebracht haben. Also ein bunter Mix, den wir hier haben. Und Börse Unlimited, das ist vielleicht nur 2 Sätze dazu. Rendite Unlimited, das ist Trading und Investment 2 Tage. Das haben wir jetzt 3-mal gemacht, läuft zum 4. Mal. Das letzte Mal in Frankfurt mit über 130 Teilnehmern. Wir haben viele gehabt, die gesagt haben, ich interessiere mich ausschließlich für Investment. Und deswegen haben wir hierfür dann nochmal ein eigenes Konzept entwickelt. 1 Tag lang am 20.09. Wer also Interesse hat an Investment, der wissen möchte, wie kann man denn so 15% Performance in wenigen Monaten erreichen von Januar
bis Ende Mai. Der sollte vielleicht, wenn er Lust und Zeit hat, bei der Weg zum Top-Investor vorbeischauen. Wie gesagt, am 20.09. in Frankfurt. Alle Informationen dazu findet ihr auch dann auf meiner Webseite. Das ist eigentlich das, was dann spannend ist. Bei Rendite Unlimited gibt es für Trading, Investment, könnt ihr einfach draufgehen hier bei Investment. Und vom Preis her 39 Euro, ich denke, das ist auch für die meisten ein Preis, der wirklich mehr als in Ordnung ist für dieses tolle Seminar. So, jetzt kommen wir zu den Märkten. Und da hat sich, wie der Nelson schon gesagt hat, einiges in den letzten Tagen getan. Wir können das hier sehr schön sehen, dass wir hier erst einmal einen langen Aufwärtstrend hatten. Und dieser ist natürlich, je nachdem, welche Zeiteinheit man sich anschaut, natürlich auch noch intakt. Also das ist hier dieser ganz, ganz große Trend, der hier schon seit vielen Monaten an wirklich positiv nach oben gelaufen ist. Wenn wir allerdings diesen mittleren Trend nehmen, und das ist ja den, den die meisten Trader auch im Blick haben, auch viele Investoren, dieser ist jetzt gebrochen. Und auch das Ganze, wie gesagt, nicht unerwartet, dieser Trendbruch, der hier entstanden ist, kann man hier ganz gut sehen. Also hier unterhalb der 2970 Punkte Marke war es klar, dieser Trend ist gebrochen. Und was dann gefolgt ist, ist eigentlich relativ normal gewesen, weil jetzt kommen einfach zwei wichtige Punkte zusammen. Zum einen natürlich das saisonale Muster, was wir natürlich immer im Blick haben. Das heißt also auch unsere Mastermind-Kunden haben diese ganze Abwärtsbewegung hier mitgenommen von der 3000er Marke jetzt hier herunter. Zum anderen aber natürlich der Zinsentscheid, der hier maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Markt hier so massiv abgerutscht ist. Das heißt, hier sind natürlich viele Positionen, die man mittelfristig aufgebaut hat, im Stunden- und Tageschart ausgestoppt worden. Auch bei uns, wie gesagt, wir sind im Investment hier auf der Short-Seite unterwegs, weil wir davon ausgehen, dass wir in den nächsten Wochen weiter schwächende Kurse sehen werden. Das kann man auch sehr schön sehen, wenn wir uns hier den Stundenchart anschauen, wie das hier doch massiv jetzt nach unten gegangen ist. Ich zeichne das hier auch mal ein, hier den Trend, damit man das hier auch mal sehen kann, wie das hier schön nach unten läuft. Und natürlich, solange dieser Trend hier jetzt erstmal nach unten geht, bleibt man natürlich in der ersten Welle dabei. Ich gehe davon aus, dass wir ein Abebben in den nächsten Stunden sehen werden oder nächsten zwei, drei Tagen spätestens dieser Abwärtsbewegung. Das heißt, da wird es zu einer technischen Gegenreaktion kommen, weil der Markt hier doch sehr, sehr schnell nach unten gelaufen ist. Das würde auch zu diesem normalen Bild halt kommen. Und deswegen, hier kommt es dann sehr, sehr häufig zu einer technischen Gegenreaktion, die ich dann auch sehr, sehr gerne nutzen möchte, weil ich glaube, dass wir hier nochmal Chancen haben, dass der Markt hier dann doch nochmal hier an die alten Tiefs hier heranläuft bei 2900, vielleicht sogar bis 2940, 2950 Punkte. Das eröffnet all denen, die es nicht geschafft haben, in der letzten Woche Short zu gehen, weil sie vielleicht auch von der Einstellung her nicht auf Short waren. Das ist gerade, wenn man anfängt zu traden, sieht man natürlich immer so, wenn man auf den Tageschart geht, Mensch, wir sind doch hier komplett nach oben gelaufen. Wieso geht es denn jetzt hier so schnell bergab? Das war natürlich, wie gesagt, der Auslöser, der Zinsentscheid in den USA. Und wenn dann solche starken Bewegungen kommen, dann konnten wir noch einige auch in der Morgenroutine gesehen, aber vor allen Dingen eben der Zinsentscheid und das saisonale Muster führen dann eben zu so einer Abwärtsbewegung. Und spannend wird es sein, ob der Markt es schafft, in seiner technischen Gegenreaktion zum einen hier in diesem Bereich vorzustoßen. Der nächste liegt hier. Das heißt also, die 2900, 2910, da macht es auf jeden Fall Sinn zu schauen, kann man da erste Short-Positionen aufbauen. Und die großen Positionen werden wir dann eher bei 2960 dann nochmal erweitern. Long-Szenario für mich jetzt erstmal hinfällig hier. Das heißt nicht, dass ich jetzt komplett ausschließe, Aktien auf der Long-Seite zu handeln, aber entweder marktneutral sich verhalten ist sicherlich eines der wichtigsten Dinge, wenn man nicht ganz genau weiß, wo der Markt hingeht, beziehungsweise noch viel wichtiger, wenn man sich mit Short nicht wohlfühlt, weil ich kann das gut verstehen. Ich habe die ersten
4 Jahre, fast 5 Jahre im Trading überhaupt auch nicht short gehandelt. Es war auch damals nicht nötig, weil 1996 bis 2000 sind die Börsen in aller Regel gestiegen. Und erst nach 2000, 2001 haben wir dann ja diesen Einbruch gesehen. Und dann habe ich selber auch erst eine ganze Zeit gebraucht, um mit Short klarzukommen. Habe auch da damals sehr schnell einen sechsstelligen Betrag innerhalb von wenigen Tagen verloren, weil ich zum einen bei einem Broker war, wo man nur Long handeln konnte. Hier ist natürlich heute das wesentlich einfacher, weil heute viele, viele Broker, wie eben auch FX Flat, hier eben Shorts-Möglichkeiten anbietet. Und dann kann man natürlich, wenn man das mental auch für sich entscheiden kann, das funktioniert gut, ich möchte das gerne ausprobieren, dann sollte man das natürlich auch dann entsprechend umsetzen, wenn man eine entsprechende Strategie hat. Sollte so eine Strategie nicht da sein, dann würde ich mich tatsächlich eher zurückhalten, weil genauso schnell, wie man natürlich auf der Short-Seite das Geld verdienen kann, und das ist auf der Short-Seite viel, viel einfacher. Das werden die meisten vielleicht auch schon gemerkt haben, denn wenn wir uns anschauen, wie schnell hier der Markt in den letzten Tagen nach dem Zinsentscheid hier runtergegangen sind, also 5%, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Und man muss, wie gesagt, ein bisschen Gefühl dafür bekommen, für die Short-Seite. Am Ende, und das wissen alle, die auch auf einem Seminar waren bei mir, die Short-Seite ist wesentlich spannender zu handeln, weil man eben viel, viel schneller den Gewinn bekommt. Denn wenn man sich das anschaut, wir reden hier von 1, 2, 3, 4 Handelstagen. Für diese Aufwärtsbewegung hätte man aber roundabout 30 Handelstage gebraucht. Und das ist eben das Krasse, dass es bergauf halt viel, viel langsamer geht. Kontinuierlich kommen da die Gewinne, was natürlich auch schön ist, aber auf der Short-Seite geht es halt sehr, sehr schnell. Und von daher handle ich eben auch mindestens genauso gern die Short-Seite, ehrlich gesagt sogar häufig noch lieber, auch in Einzelaktien immer lieber die Short-Seite, weil es natürlich hier viel, viel schneller geht. Nur in einem Long-Markt macht es eben Sinn, hauptsächlich Long zu handeln, in einem Short-Markt eher Short. Wir sind ja noch gar nicht in einem echten Short-Markt. Wir sind jetzt hier am 200er EMA fast angekommen. Deswegen hier neue Short-Positionen aufzubauen, heute oder auch morgen früh, ist sicherlich aus meiner Sicht nicht die idealste Konstellation. Also ich würde jetzt nicht mehr auf diesen fahrenden Zug aufspringen. Ich würde eher darüber nachdenken, Short-Positionen, die man in den letzten Tagen, wenn man als Stundenhändler unterwegs ist, diese eher glattzustellen und auf den Rebound zu setzen, als hier jetzt noch neue aufzubauen. Aber wie gesagt, wenn wir nochmal zurücklaufen, Richtung 2900 beziehungsweise 2960, 2970 Punkte, dann bin ich bereit, neben meinen Short-Investment-Positionen, die wir in der letzten Woche aufgebaut haben, auch noch zusätzlich im Trading-Bereich neue aufzubauen. Das werden wir dann auch morgen im Screening-Dienst natürlich auch machen. Da werden wir uns dann auch neue Short-Kandidaten aussuchen, so wie wir auch letzte Woche schon den einen oder anderen Short-Kandidaten herausgesucht haben. Okay, wie sieht es im Nasdaq aus? Wir haben hier gesehen, dass wir hier in den letzten Tagen roundabout 5% gefallen sind und man konnte schon erahnen, dass es natürlich im Nasdaq auch nicht viel besser aussieht. Hier ist die Abwärtsbewegung sogar noch etwas kräftiger, aber auch das ist natürlich nicht ungewöhnlich, weil der Nasdaq ist natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten stärker gelaufen als der S&P. Somit ist es auch natürlich normal, dass dann die Korrektur auch etwas größer ausfällt. Auch hier ähnlich wie im S&P. Wir sehen hier, dass hier der kurze Trend, den wir hier haben, der hier raufgekommen ist seit Juni. Der Mai war ja überall sehr schwach, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Das war ja so eine Zwischenerholung gewesen, hier ist der Markt schön hochgekommen und spätestens hier hätte man eigentlich alle seine Short-Positionen dicht absichern müssen. Das heißt ungefähr mit dem Tag des Zinsentscheides am 31. Da war es eigentlich klar, okay, hier sind wir drunter gegangen. Jetzt muss man Vorsicht walten lassen. Seitdem ist es nochmal roundabout 350 Punkte nach unten gegangen. Entweder kurzfristige Shorts oder wie gesagt auch am Rande stehen bleiben und einfach abwarten, was passiert. Ist im Zweifelsfall immer besser, als sich hin und her treiben zu lassen von Long auf Short, weil wie gesagt, wir sind hier jetzt am 200er EMA und ich denke, der Markt wird sich hier auch eher morgen übermorgen stabilisieren.
Wenn ich mir das Ganze anschaue, und das ist auch das Spannende, weil ich es auch heute, wie gesagt, tagsüber nicht gesehen habe. Ich saß heute den ganzen Tag im Auto, weil ich heute aus der Schweiz wieder hier ins Handelsbüro gefahren bin. Wenn wir uns das Ganze hier im Stundenchart anschauen, sehen wir auch das gleiche Bild wie im S&P. Es geht einfach nur nach unten. Das heißt, es macht hier aus meiner Sicht eben keinen Sinn, hier blind auf die Short, auf die Long-Seite zu wechseln. Auf der anderen Seite, weil wir schon so weit in der Bewegung sind, macht es also hier die letzte Bewegung alleine von 7.620, also 150, 160 Punkte runter, macht natürlich auch keinen Sinn, jetzt mehr drauf zu springen. Also wer diesen Zug verpasst hat, nicht ärgern, weil das macht sowieso keinen Sinn, sich zu ärgern. Ich weiß, dass es zwar schlimmer ist, ein nicht gemachter Gewinn ist schmerzt meistens mehr als ein kleiner Verlust. Nichtsdestotrotz, es ist aus meiner Erfahrung heraus nicht ideal, jetzt dem Ganzen noch hinterherzuspringen. Schauen wir uns das Ganze für den deutschen Markt an, weil ja auch viele von euch natürlich hier aktiv im deutschen Markt sind. Auch hier sieht man, wenn wir im Tageschart unterschauen, dass es auch hier sehr stark, sehr schnell jetzt bergab ging. Hier vom Hoch Anfang Juli 12.650, 1000 Punkte jetzt schon nach unten. Hier sieht man auch sehr schön diesen kleinen Trend, der sich hier ausgebildet hat. Hier sind wir auch schon unterhalb des 200er EMAs, also auch das ist natürlich spannend. Wir waren schon die ganze Zeit wesentlich schwächer als im US-Markt, wo wir ja noch in den letzten Tagen neue Jahreshochs markiert haben. Wenn wir uns das hier im DAX anschauen, Jahreshochs sind wir weit, weit von weg gewesen. Roundabout 1000 Punkte. Und wie gesagt, jetzt hier die Abwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, dann auch recht stark. Wenn wir uns das anschauen, hier vom Zinsentscheid hier herunter, dann diese Bewegung auch Roundabout 6%, also ähnlich wie beim Nasdaq und unterhalb des 200ers. Und was sicherlich spannend ist, ist hier eben dieses alte Tief hier. Da werden sicherlich ganz, ganz viele Stops auch noch liegen hier in dem Bereich. Es geht ja nicht hier um einen festen Punkt, um die 11.600, sondern eben dieses Feld, was da rumliegt. Da sitzen natürlich auch viele mittelfristige Stops. Warum? Das möchte ich hier auch noch kurz einzeichnen, weil damit das ist so wichtig für dieses Verständnis, wo Stops liegen. Das ist ja immer so, dass wir unterschiedliche Händler haben mit unterschiedlichen Zeiteinheiten und die haben natürlich logischerweise auch unterschiedlich ihre Stops liegen. So, und das ist eben hier dieser mittlere Trend und da der verläuft ungefähr bei 11.600 Punkte. Das heißt, da wird einiges natürlich an Stops liegen. Für alle die etwas kurzfristiger unterwegs waren, die sollten eigentlich alle aus dem Markt draußen sein, weil hier ist dieser Trend, der mittelfristig nach oben gelaufen ist, der ist ja schon hier gebrochen worden. Auch das kann man sich hier schön anschauen, bei etwa 12.150, 12.200 Punkte. Und das heißt also, hier sollten normalerweise alle Trades auch ja herausgenommen sein, dass man hier entweder marktneutral aufgestellt ist oder eben entsprechend eher auf der Short-Seite. Schauen wir noch, bevor wir gleich nachher in die anderen Märkte gehen, vielleicht noch gerade, weil wir im deutschen Markt sind, noch gerade den MDAX an und auch hier natürlich erst einmal der Blick auf den Tageschart. Und hier sehen wir auch, dass wir natürlich weit, weit weg sind von den Hochs im MDAX. Trotzdem haben wir natürlich hier seit Weihnachten eine sehr, sehr schöne Rallye gesehen von 21.000 Punkte hoch Richtung 26.000 Punkte. 5.000 Punkte oder circa 20% dieser Aufwärtsbewegung. Wir sind jetzt hier genau am 200er EMA, also ähnlich wie bei den amerikanischen Indizes. Und hier gehe ich eben davon aus, dass der Markt hier zwar den Bereich getestet hat, aber dass die Wahrscheinlichkeit eben hier sehr, sehr hoch ist, dass wir uns hier erst einmal stabilisieren. Weil anders als im DAX ist unser Durchbruch heute noch gar nicht so signifikant. Und wenn wir uns das hier anschauen, dieser Bereich, der hier schon mehrfach angetestet wurde, ist schon sehr massiv. Also der Bereich um die 25.000 bis 24.500 ist halt sehr oft angetestet worden. Das spricht dafür, dass der Markt hier nicht sofort durchgeht. Deswegen werde ich hier erst einmal abwarten und dann, wie gesagt, morgen, übermorgen, sobald wir sehen, dass wir hier eine Umkehr bekommen auf der nächst kleineren Zeiteinheit, also sprich im Stundenchart, werde ich diese kurze Gegenbewegung, die im Regelfall 1 bis 3 Tage dauert, dann nutzen, um hier einen kurzfristigen Trade aufzusetzen. Mittelfristig denke ich aber, dass der deutsche Markt hier weiter schwach gehen wird, sowohl
im DAX als auch im MDAX und werde hier neben meinen Shorts im Investment hier auch auf der Trading-Seite weitere Shorts aufbauen. Wie gesagt, morgen im Screening-Dienst werden wir auch weitere Shorts mit dazu nehmen. So, jetzt schaue ich mal, was an Fragen bis jetzt reingekommen ist, bevor ich dann gleich auf den Devisenmarkt gehe. Und wie gesagt, anschließend können wir auch gerne noch uns Einzelaktien anschauen, die euch vielleicht interessieren. Eine Frage zum Absturz. Sollten Zinssenkungen die Indizes nicht eigentlich nach oben treiben? Fragt Marc Bergmann. Ja, das ist so immer so eine Geschichte. Also grundsätzlich ist natürlich schon so, dass Zinssenkungen macht man ja, weil man davon ausgeht, dass natürlich niedrigere Zinsen den Markt stimulieren. Und das sollte natürlich zu steigenden Kursen führen. Auf der anderen Seite, wenn man das zu Ende denkt, müsste es aber dann ja auch genauso sein, dass Zinserhöhungen zu fallenden Kursen führt. Aber wenn wir uns tatsächlich mal den S&P anschauen, und ich gehe dafür jetzt einfach mal in den Wochenchart, wenn wir uns das hier anschauen, wir haben Zinserhöhungen in den letzten Monaten gesehen, und ist der Markt gefallen? Nein, ist er natürlich nicht, sondern er ist gestiegen. Das heißt, man erhöht die Zinsen, weil wir ein starkes Wachstum haben in den Märkten. Die Notenbanken möchten, dass der Markt sich nicht überhitzt, und deswegen erhöhen sie die Zinsen halt Stück für Stück, um dann ein gutes Maß zu finden. Umgekehrt, jetzt, wo die Zinssenkungen da sind, haben die Anleger natürlich Angst davor, warum sollte die Zentralbank die Zinsen senken? Nun ja, sie wird sie senken, weil sie natürlich davon ausgeht, dass dieses Wachstum, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, nicht mehr in dieser Intensität anzuhalten ist. Das heißt, man geht davon aus, dass hier doch einiges an Luft rausgeht. Man versucht jetzt noch mit allen Mitteln den Markt zu stabilisieren, indem man die Zinsen eben entsprechend senkt. Der Markt reagiert allerdings sehr, sehr häufig verängstigt auf solche Zinssenkungen, und das führt dann häufig, wie auch jetzt hier eben, zu fallenden Kursen. Dazu kommt eben auch noch das ganze Saisonale, was wir ja auch bei uns in der Investment-Seminar noch immer sehr genau erklären, wie das zusammenhängt, weil das ist eben immer der spannende Punkt. Das heißt, hier ist man einfach, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, und das ist ja auch nicht ohne Grund, wir haben ja häufig in den Monaten August, September, Anfang Oktober diese Verwerfungen in den Märkten. Das ist auch der Grund, warum wir auf der Investmentseite überhaupt nicht long sind momentan, weil es einfach wenig Sinn macht, weil einfach die Historie zeigt, dass es eben eher eine marktneutrale bis Short-Situation ist. So, kommen wir zur nächsten Frage. André hat geschrieben, auf den SMA 200 aufgesetzt. Ja, das haben wir gesehen im deutschen Markt, dass wir auf den 200er aufgesetzt haben. Ich sage das hier nochmal sehr schön. Kurz abgeprallt, aber eigentlich nicht wirklich. Also hier ging es eher durch, und das ist auch die Schwäche, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Wir haben aber gesehen, dass der beim MDAX jetzt am 200er sitzt, und jetzt ist natürlich genau das Spannende hier beim amerikanischen Markt. Da sind wir dran, und von daher gehe ich auch davon aus, dass diese Marke erst einmal halten wird und dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten ein, zwei Tagen hier einen technischen Rebound sehen werden. So, Günther fragt, wann lohnt sich beim DAX wieder der Long-Einstieg? Nachtrag im Stundenchart, wieder zwei neue Hochs oder Tiefs? Gute Frage, Günther. Gehe auch nochmal auf den DAX. Ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, der DAX ist halt wirklich angeschlagen. Wir sind schon in den letzten Wochen, ich mache das Ganze hier mal in groß, damit man das hier nochmal sehen kann, ein bisschen einordnen kann. Wir haben es nicht geschafft, anders als im amerikanischen Markt, hier die Hochs bei 13.600 herauszunehmen. Wir sind also die ganze Zeit in diesem Jahr hinterhergelaufen, haben hier mal eine kurze Beschleunigung gesehen, aber im Großen und Ganzen waren wir schwach, sind jetzt auch wieder heruntergekommen, sehen auch, dass sich hier ein neuer Trend nach unten gebildet hat. Wir sehen auch, dass wir unter dem stabilisierenden EMA 200 sind. Das sind alles Punkte, die dafür sprechen, dass der Markt eher weiter schwach geht.
dann hat es auch nichts damit zu tun, dass wir mal ein, zwei, drei Tage eine technische Gegenreaktion an den EMA 200 sehen. Also das heißt nochmal einen Anlauf Richtung 11.900, 12.000 Punkte wahrscheinlich sehen werden. Also für einen Long-Einstieg im DAX, wenn der nicht kurzfristig aufgelegt ist, der Trade, würde ich das nicht machen. Wir werden natürlich versuchen, den Markt, sowohl den S&P als auch den DAX, wenn das entsprechende Signal da ist, dann natürlich für einen kurzfristigen Trade mit Sicht von 1 bis 3 Tagen auf der Long-Seite versuchen anzunehmen. Aber das mittelfristige Ziel bei uns wird es sein, hier eine marktneutrale bis Short-Strategie zu fahren. Das heißt, hier im deutschen Markt eher Short und im S&P eine leichte Übergewichtung auf der Short-Seite. Und sollten wir unter den 200er EMA gehen, dann auch wesentlich kräftiger die Short-Seite spielen. Oliver fragt, jetzt noch in Gold einsteigen? Ist auch eine sehr, sehr gute Frage, weil Gold natürlich jetzt auch natürlich auch sehr schön nach oben gelaufen ist. Ich habe hier jetzt mal den ETF auf das Gold für euch aufgemacht. Auch hier sehr schön zu sehen. Es hätte hier tatsächlich Sinn gemacht, nach dem Zinsentscheid auf die Goldseite zu wechseln, denn Gold ist dann tatsächlich erst einen Tag später dann nach oben gelaufen. Es ist natürlich immer dasselbe. Wenn ein Markt erstmal ins Laufen gekommen ist, dann kommen immer die Fragen, soll man in Gold dann einsteigen? Ich frage mich immer, warum nicht immer dann, wenn diese wichtigen Termine eben da sind, wie dieser Zinsentscheid. Diese Muster, die sind ja bekannt, dass das dann häufig passiert. Wenn Aktienmärkte fallen, steigt im Regelfall das Gold. Ob man jetzt noch reingehen kann, ich würde halt abwarten, ob es nochmal eine Korrektur im Gold gibt. Auch hier habe ich im Laufe der Woche, letzten Woche, eine neue Position aufgemacht. Ich werde sie morgen auch mal schauen, ob wir uns morgen im Wochenausblick des Screening-Dienstes kurz annehmen, dieses Thema nochmal, wo ein guter Punkt wäre, wenn man jetzt den ETF beispielsweise handeln möchte, wer große Konten hat, kann man es ja auch im Gold Future entsprechend machen, wäre natürlich, wenn wir hier im GLD nochmal Richtung 136 laufen, also nochmal so 1,5-2 Prozentpunkte tiefer. Frage, wo finde ich denn die wichtigsten Termine, die die Kurse beeinflussen? Also die wichtigsten Termine ist immer sehr schwierig, weil da muss man, es ist natürlich die ganzen wichtigen Termine, gibt es verschiedene Seiten, auf die man gehen kann. Die werden auch regelmäßig von uns immer genutzt und auch angezeigt. Ich gucke mal gleich, ob ich die eine Seite für euch zwischendurch noch mit raus suchen kann. Welche Termine davon jetzt sehr stark die Märkte beeinflussen, sind auf jeden Fall Zinsentscheide und Arbeitsmarktdaten. Das heißt also, da würde ich immer schauen, wenn hier solche Dinge da sind, immer darauf zu schauen, okay, wann kommen denn diese Daten? Und ich sag mal, wir haben die Arbeitslosenquoten alle 4 Wochen freitags, die Zinsentscheide sind häufig dann mittwochs und dann einfach schauen, okay, dann einfach auf diese Dinge schauen. Wir machen es auch im Wochenausblick immer, dass wir diese wichtigen Daten nutzen und auch zeigen. Und das ist auch hier so, dass wir beim großen Marktausblick ja auch immer die wichtigsten Termine der Woche machen. Und wie gesagt, bei uns im Wochenausblick genau das Gleiche, Woche für Woche, zeigen wir auch hier immer die wichtigsten Termine. Wie gesagt, ich schaue gerade gleich noch nach dem Link, wo du die Dinge, diese Termine auch kostenfrei herunterladen kannst. René fragt, hallo Mario, Put-Call-Ratio, Fear-and-Greed-Index, heute im Laufe des Tages alle fast am Anschlag, genau, René, und das haben wir uns auch angeschaut und deswegen, ja, das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, stehen die Zeichen bei mir jetzt eben auf nicht mehr Short gehen, sondern eben entsprechend, ich suche jetzt nach Einstiegssignalen, so wie wir es auch bei Mastermind besprochen haben, das heißt also, du und genau wie viele andere auch, die bei uns beim Mastermind-Seminar waren, haben das rechtzeitig sehen können, sehen auch jetzt wieder die Anzeichen eben entsprechend für einen kurzfristigen Long Trade und von daher, da macht es einfach Sinn, darauf einfach zu schauen, wann wir jetzt eine Umkehr sehen, entweder eine Tageskerze, die ein typisches Umkehrsignal liefert oder eben entsprechend im Stundenchart. Heidi war gerade so lieb, hat gerade schon reingeschrieben, investing.com, da finden wir unter anderem beispielsweise alle wichtigen Daten. Jetzt gerade auch hoch.
hier investing.com. Da findet ihr alle wichtigen Wirtschaftsdaten. Super, vielen Dank, Heidi. So, dann haben wir, André schreibt noch Saisonalitäten, jetzt eher Short und dann ab Herbst wieder auf der Long-Seite. Genau, das ist eben diese typischen Muster, die wir natürlich auch immer im Handel entsprechend im Blick haben. Und deswegen sind wir auch eben nicht im Investmentbereich auf der Long-Seite. Wir haben die Long-Seite das ganze, den Winter über gespielt, den Frühjahr über gespielt, sind aus allen Long-Positionen entsprechend im Investmentbereich genau zum richtigen Zeitpunkt draußen gewesen. Und alle die, die jetzt auch bei uns beim Mastermind waren, sind ja auch hoffentlich im DAX entsprechend short, so wie wir das Ganze auch besprochen haben. So, dann haben wir, David sagt, statistisch kommt Gold nochmal zurück. Ja, das, wie gesagt, man muss sich das immer anschauen. Statistik ist immer gut, die nutzen wir ja auch beispielsweise auch sehr stark beim Aktienbutler, diese saisonalen Statistiken, das funktioniert auch relativ gut, aber es ist halt nie eine Garantie dafür, dass das jedes Mal passiert. Nichtsdestotrotz, wir haben es in diesem Jahr wirklich ja gesehen. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, wenn wir bei Börse Unlimited in Frankfurt sind am 20.09., werden wir auf die Strategien eingehen, auf den US-Markt, die dieses Jahr 10 bzw. 15% gebracht haben. Wir werden auch noch viele weitere Strategien dort vorstellen und da werden wir auch auf das Thema Saisonalitäten natürlich eingehen, weil das natürlich ein riesen, riesen Mehrwert ist, wenn man die ganzen Dinge miteinander halt kombiniert. Okay, das war zu den Fragen, die bis jetzt da sind. Dann würde ich sagen, dann gehe ich jetzt auf den Devisenmarkt. Und wenn ihr dann gleich noch Aktien habt, die ihr gerne besprochen haben möchtet, egal ob Long oder Short, dann schreibt die einfach in den Chat rein. Oder wenn ihr weitere Fragen habt, dann besprechen wir die auch noch sehr, sehr gerne. Dann schauen wir uns doch einfach ein paar Währungspaare an. Allen voran natürlich, wie sollte es anders sein, natürlich der Euro-US-Dollar. Ich mache hier mal ein bisschen größer den Chart auf, damit man das Ganze auch besser sehen kann. Also wir hatten hier in den vergangenen Wochen und Monaten immer darüber gesprochen, dass wir hier diese große Box hatten. Also erst diese kleine, dann hier diese hier. Dann haben wir den starken Ausbruch gesehen, den ich auch beim großen Marktausblick hier angesprochen hatte. Das war im Ende Mai, Anfang Juni, als wir den großen Marktausblick gemacht haben. Dann haben wir hier diese schöne starke Bewegung richtig Richtung 200er EMA gesehen. Das ist im Prinzip die gleiche Argumentationskette wie vorhin für den S&P 500. Wir laufen den 200er an und was danach passiert ist, ist der Markt ist erstmal wieder abgeprallt. Hat anschließend hier dann entsprechend wieder neue Tiefs markiert. Kann man hier auch sehr schön sehen. So eine typische Umkehrkerze am 1.8. Das ist das, was ich mir auch wünschen würde, beispielsweise für den S&P, dann haben wir natürlich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis für einen kurzfristigen Long-Einstieg, so wie wir das jetzt hier beispielsweise beim Euro-US-Dollar auch hatten. Nichtsdestotrotz ist er natürlich mittelfristig eher auf der Short-Seite zu sehen, zumindest solange wir unterm 200er EMA sind. Aber wenn natürlich ein Markt so massiv in 3 Tagen nach oben geht wie hier, immerhin sind wir hier gut 150 Punkte nach oben gelaufen, dann werde ich natürlich mich nicht dagegen setzen, sondern wieder warten, wie ich das sonst auch mache, bis wir eben eine entsprechende Umkehr im Stundenchart sehen und dann wieder auf die Short-Seite gehen. Der australische Dollar gegen den kanadischen Dollar, auch hier im Prinzip ein sehr, sehr einfaches Bild. Wir sind hier ganz, ganz sauber auf der Short-Seite und es macht halt einfach wenig Sinn, wenn wir solche Bewegungen nach unten haben, dann entsprechend long zu handeln, sondern es macht eben hier Sinn, immer auf der Short-Seite zu bleiben. Hier, wir sehen das ja, wir haben hier fallende Hochpunkte, gleichzeitig fallende Tiefpunkt. Und solange wir das haben, macht es natürlich Sinn, hier entsprechend auf der Short-Seite zu agieren. Aber auch hier gilt das Gleiche wie beim S&P und beim Nasdaq und auch für den DAX. Es macht halt hier in diesem Bereich null Sinn, auf die Long-Seite zu wechseln, beziehungsweise noch einen Short-Trade aufzumachen, sondern erst, wenn wir hier sehen, der Markt kommt hier wieder nach oben, dann im Bereich von 91 Cent, dann entsprechend hier die Umkehr zu fahren. Und das ist eben immer das, was unter markttechnischen Gesichtspunkten auch so extremst gut funktioniert in solchen Situationen.
An sich ist der Handel nach Markttechnik oder auch nach der DAO-Theorie relativ einfach und simpel, so dass es normalerweise jeder einfach auch umsetzen kann. Die Problematik, die hierbei immer wieder nur entsteht, ist zu verstehen, dass es wenig Sinn macht, hier in diesem Bereich, wo es jetzt hier 3, 4, 5 Tage nach unten gegangen ist, hier dann noch entsprechend auf Shorts zu setzen, sondern hier macht es einfach viel, viel mehr Sinn, entsprechend dann abzuwarten, wenn die Short-Situation jetzt ausläuft, dann die technische Gegenreaktion abzuwarten und dann, wie gesagt, dann, wenn der Markt hier beispielsweise Richtung 91 hochgelaufen ist, also gut 100 Pips nochmal nach oben, dann nach neuen Shorts zu suchen. Auch hier im Prinzip ähnliches Bild, auch hier sowas von einfach zu handeln am Ende, wenn man in den großen Zeiteinheiten ist. Und ja, wir haben ja immer so ein bisschen die Problematik oder das Gespräch, was natürlich auch immer wieder kommt. Die meisten, die von euch Devisen handeln, sind anders als ich eben nicht im Tages- oder Stundenchart unterwegs, sondern eben eher in kleineren Zeiteinheiten. Das kann ich auch gut verstehen, weil die Problematik ist natürlich, je größer die Zeiteinheit ist, desto größer sind die Stops. Und wenn man jetzt kein großes Konto hat, dann wird man natürlich eher zwangsweise auf die kleineren Zeiteinheiten gehen. Und das macht ja auch durchaus Sinn, gerade wenn man jetzt auch sagt, naja, ich möchte auch ein bisschen mehr Performance machen, dann kann man ja auch mit dem entsprechenden Hebel agieren. Nichtsdestotrotz, die Wahrscheinlichkeit auf gute Trades ist einfach viel, viel höher in den großen Zeiteinheiten. Das sehen wir ja sowohl beim Investment, wo wir ja eher auf Tages- und Wochenbasis unterwegs sind und hier sehr schön immer zweistellige Rendite Jahr für Jahr einsacken können, während man natürlich im Stundenchart höhere Renditen hat, allerdings auch ein bisschen mehr dafür tun muss. Und wenn man jetzt Daytrader ist, muss man halt noch viel, viel mehr Zeit aufwenden. Dafür sind natürlich die Chancen auf mehr Performance auch viel, viel höher, allerdings auch die Risiken. Und das ist ja auch immer das, was wichtig ist und was wir auch an dieser Stelle natürlich immer wieder auch anführen. Man muss einfach als Trader sich darüber klar sein, dass die Volatilität natürlich hier entsprechend hoch ist und deswegen hier auch immer das Risiko im Blick haben sollte. Auch hier Euro gegen Schweizer Franken, doch ein ganzes Stück jetzt in den letzten Tagen zurückgekommen. Wie gesagt, ich war jetzt in den letzten 10 Tagen in der Schweiz gewesen und man merkt das auch, wenn man in der Schweiz ist, natürlich, dass alles eine ganze Ecke teurer ist als bei uns. Das liegt natürlich auch an den wesentlich höheren ja, Gehältern, die man dort hat. Und wir sehen ja auch hier, es gibt eigentlich gar keinen Grund, hier auf der Long-Seite zu agieren. Also, das ist so ein typischer Trade, genau wie alles andere, was wir uns gerade angeguckt haben. Euro gegen Schweizer Franken, dasselbe. Es macht einfach nur Sinn, auf der Short-Seite zu agieren. Ich möchte das auch gar nicht alles jedes Mal in der Tiefe wiederholen. Ich will euch auch nicht langweilen damit. Hier auch wieder. Der Markt ist hier in dieser Bewegung nach unten. Also macht es doch Sinn, nach solchen technischen Gegenbewegungen nach oben, dann hier in diesem Bereich entsprechend nach Shorts zu suchen. Und das ist eben das, was ich eben auch sehr, sehr häufig mache. Und ich mache das nicht in allen Währungspaaren. Die meisten von euch wissen das auch. Ich bin nicht so der Händler, der sehr viel im Währungsmarkt unterwegs ist. Meine beliebtesten sind halt tatsächlich immer Euro-US-Dollar oder auch Euro-Schweizer Franken, weil hier natürlich auch die Spreads sehr, sehr eng sind. Und da macht es einfach eben Sinn für mich, eben hauptsächlich in diesen Märkten zu agieren. Aber wie gesagt, wenn man in anderen Märkten unterwegs ist, weil man vielleicht kleinere Zeiteinheiten wählt, auch super. Auch hier im Prinzip das gleiche Euro gegen Yen. Sehr, sehr starker Abverkauf in den letzten 3 Tagen. Hier sehen wir schon so eine typische Umkehrkerze. Die Frage kam nämlich vorhin auch noch von Günther, bezogen auf den Umkehr im deutschen Markt oder auf dem amerikanischen Markt. Solche typischen Umkehrkerzen sind natürlich immer perfekt, um einen kurzfristigen Rebound zu nutzen. Die kündigen sich häufig tatsächlich eben entsprechend an. Heißt eigentlich auch nichts anderes. Das kann man sich auch immer sehr einfach herleiten, wenn wir uns das Ganze anschauen. Der Markt hat halt hier heute Morgen aufgemacht, hat es versucht im Laufe des Tages weiter nach unten zu gehen, ist dann aber nicht mehr in der Lage gewesen, sich unten zu halten, weil einfach die Käufer stärker waren und der Markt dreht nach oben. Das heißt, hier hat es eine Umkehr gegeben, die wir in den letzten Tagen so nicht gesehen haben. Hier sehen wir, es ging nach unten, auch hier nach unten und wie gesagt, dann heute die technische Gegenbewegung. Und das Ganze kann man sich natürlich auch immer super dann im Stundenchart anschauen. Hier sieht man das ja auch. Der Markt ist hier heruntergekommen und das gilt nicht nur für den Devisenmarkt, das ist natürlich beim Aktienmarkt genau das gleiche Spiel.
Der Markt läuft hier hoch. Na, ist das falsch gezeichnet? Muss ich gerade rausnehmen. So, nochmal. Von hier herunter, hier rauf. Und jetzt sieht man ja, hier ging es dann massiv hier auch nach unten. Und man sieht hier diese Hochs auch hier, die sind jetzt raus. Und das spricht jetzt halt einfach dafür, dass es hier dem Ende zugeht, dass wir jetzt erst wieder eine technische Gegenbewegung nach oben sehen werden. Das heißt also, hier kann man einen ganz kurzfristig angelegten Long nehmen, wenn man möchte. Wenn man sagt, nee, ich will gar nicht so ganz, ganz kurzen Long haben, dann muss man halt darauf warten, wie sich das im Tageschart halt wieder andeutet, dass wir hier Richtung 1,20 laufen, vielleicht 1,1980, um dann neue Shorts wieder aufzusetzen. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach noch zwei, drei Währungspaare an. Der Sebastian hat auch schon gesagt, er wird gerne US-Dollar gegen kanadischen Dollar. Das machen wir natürlich auch. Hallo Sebastian. So, britisches Pfund gegen den kanadischen Dollar. Auch hier sehen wir, dass wir hier diese Abwärtsbewegung natürlich hatten. Wir sehen aber auch, dass sich hier bei 1,60 das Ganze stabilisiert. Und wie gesagt, alles, was wir uns jetzt hier im Devisenmarkt angucken, gilt natürlich von der grundsätzlichen Aussage auch für Aktienmärkte. Egal ob jetzt für Indizes oder eben entsprechend das Ganze für Devisen, Einzelaktien. Wir sehen hier, der Markt geht runter, kommt aber anders als vorhin nicht in eine starke Bewegung nach oben, sondern macht hier so diese typischen Seitwärtskorrekturen. So, und das ist etwas, was ich im Aktienmarkt halt liebe, wenn Märkte eben nicht in der Tiefe gehen, in der Korrektur, sondern seitwärts. In Aktienmärkten passiert das auch häufig. Im Devisenmarkt haben wir vorhin gesehen, ist es immer sehr schön zu sehen, dass die Märkte eben häufig sehr, sehr stark korrigieren. Hier sehen wir aber beispielsweise beim britischen Pfund, dass es ihr eben sehr, sehr häufig tatsächlich eher auf der zeitlichen Ebene hin und her geht. Auch hier nochmal sehr schön zu sehen, britisches Pfund gegen Schweizer Franken. Sehr, sehr weit in der Bewegung von der 1,24, 1,2350 herunter Richtung 1,18. Auch hier macht es einfach wenig, wenig Sinn, hier dann auf den Short noch aufzuspringen, sondern ich würde hier warten. Kurzes Resümee, man sieht hier wirklich, dass die Märkte alle ähnlich aussehen. Das haben wir ja auch schon im Aktienmarkt gesehen. Der S&P sieht ähnlich aus wie der Nasdaq. Wir haben auch gesehen, der FDAX sieht ähnlich aus wie der MDAX. Wir müssen halt sehr genau hinschauen, weil wir haben ja trotzdem gesehen, wenn wir genau hinschauen, dass der DAX wesentlich schwächer ist als der S&P 500. Deswegen haben wir ja auch in den ersten Monaten des Jahres immer mehr den amerikanischen Markt auf der Long-Seite gehandelt. Und jetzt sehen wir, dass der deutsche Markt halt weiterhin schwach ist, auch schon unterhalb des entsprechenden EMAs und somit auch es mehr Sinn macht, aus meiner Sicht hier den deutschen Markt zu handeln. So, Sebastian hat schon geschrieben, es handelt sich nicht um den kanadischen Dollar, sondern natürlich um den chinesischen Yuan. Schauen wir mal gerade hier, muss man gerade gucken, wo wir den finden, ob der hier überhaupt dabei ist. US-Dollar, nee, hier ist er nicht drinne. Dann gucken wir mal, ob wir den hier gerade dazusetzen können. Kein Datenfeed dazu, also kann ich leider nicht sagen, Sebastian. Also ist hier nur in die Major-Märkte bei mir mit drin, also von daher leider kein Bild. Okay, ja klar, sehr gern. Dann gucke ich mal, was wir noch an Fragen hatten. Günther hatte ich schon beantwortet mit der Umkehrkerze. Von daher haben wir, glaube ich, all die Fragen. Was haben wir hier? Noch eine Frage, ob kurzfristige Longs sich lohnen jetzt in Aktien. Also kurzfristige Longs, denke ich, machen, wie gesagt, Sinn, wenn ihr in der Lage seid, im Aktienmarkt beispielsweise hier beim S&P, jetzt nachdem es hier runtergegangen ist, das ist ja jetzt der ETF auf den S&P, wir können aber auch in den Future gehen. Wenn es hier zu einer Stabilisierung kommt am EMA 200, dann für einen kurzfristig angesetzten Trade, dann würde ich das Ganze auf jeden Fall angehen. Ich werde es im Regelfall tatsächlich in den Indizes im Future sofort umsetzen. Ihr könnt es auch entsprechend, wenn ihr ein gutes Gefühl habt, das natürlich auch im CFD sehr gut umsetzen. Das macht auch durchaus Sinn. Wie gesagt, ich würde jetzt nur nicht mehr blind hinterher springen. Das habe ich ja nun auch vorhin schon mehrfach gesagt, weil wir eben doch sehr, sehr stark gefallen sind in den letzten Tagen und es eben viele, viele Gründe gibt, warum der Markt jetzt
eine kurze technische Reaktion bekommt. Es steht halt nur nicht dran, in welcher Stunde die jetzt beginnt. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir jetzt eher kurzfristig eine technische Gegenreaktion sehen werden. Die könnt ihr natürlich immer sehr gut ableiten, wenn ihr eine tägliche Morgenroutine führt, so wie wir das auch machen bei uns im Büro. Wir setzen uns hier jeden Tag 30 Minuten hin, schauen uns natürlich die wichtigsten Kennzahlen an. Und dazu gehören natürlich nicht nur, wie haben sich gerade die Indizes bewegt, sondern wir haben ja vorhin auch schon kurz darüber angesprochen, wie sieht es aus mit dem Fear and Greed Index, wie sieht es aus mit den Put-Call-Ratios. Das sind alles ganz, ganz wichtige Daten, die sammelt man über einen langen Zeitraum. Wir machen es täglich bei uns im Büro, schon seit vielen, vielen Jahren. Und es sind immer mehr Daten dazugekommen in den letzten 2 Jahren. Das ist das Krasse, weil wir einfach feststellen, je mehr Daten man hat, desto einfacher ist es, die Märkte sehr sauber zu lesen. Wir haben ja auch beim Mastermind-Seminar darüber gesprochen. Das hat ja vorhin auch der René schon angesprochen gehabt. Man kann wirklich ein extrem gutes Timing finden, wenn diese Daten passend sind, dass man dann sagt, okay, jetzt sieht es gut aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten 24 Stunden nach oben laufen, ist einfach extrem hoch. Und dann nutze ich das natürlich auch entsprechend für den Handel, genauso wie wir, René, ja auch den Short im DAX genutzt haben, den du ja auch kennst. Also von daher schaut einfach, dass ihr diese Morgenroutine Tag für Tag macht. Also ich kann euch einfach nur entsprechend immer sagen, was wirklich gut ist. Und diese Morgenroutinen sind einfach super, super stark, wenn ihr die macht. Punkt ist leider nur, dass an 9 von 10 Tagen gar nichts passiert. Also das heißt, man füllt es aus und man kann gar nichts daraus lesen. Aber eben an so Tagen, wie wir jetzt die letzten Tage hatten, ist es halt super einfach, dann entsprechend die Märkte zu lesen, ob man gerade Long oder Short handeln sollte. Gut, dann kommt noch die Frage von Oliver, Turnaround Tuesday. Ja, haben wir morgen wieder Dienstag, ob das ein Turnaround Tuesday wird, wissen wir natürlich immer erst hinterher, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt groß. Und deswegen ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit steigt einfach, dass wir in den nächsten 1 bis 2 Tagen wieder eine technische Gegenreaktion sehen in den Aktienmärkten. Das ist ja nicht nur, weil diese Statistik auf den Turnaround Tuesday so besonders spannend ist. Das heißt, dass die Dienstage eben statistisch gesehen eher stark sind, sondern das hängt auch einfach damit zusammen, dass man aus der Morgenroutine einfach ganz klar absehen kann, dass hier ganz, ganz viele Marktteilnehmer nicht nur Long-Positionen nicht mehr eingehen wollen, sondern dass sie auch langsam in den Panikbereich hineinkommen. Es ist jetzt keine extreme Panik in den Märkten, aber so der eine oder andere ist jetzt doch, kann man ganz gut wirklich ablesen aus diesen Daten, die wir auch immer wieder erheben. Und deswegen macht es einfach Sinn, darauf zu schauen und dann entsprechend für einen kurzfristigen Trade auf jeden Fall die Long-Seite zu wählen, mittelfristig aber eher, wie gesagt, entweder marktneutral oder die Short-Seite zu spielen. So, Stefan fragt, was ist deine Meinung zu den Indizes weiter auf der Short-Seite für Intraday-Handel? Ja, das ist das, was ich jetzt schon die letzte Zeit gesagt habe. Also ich glaube sehr stark, dass es eben sinnig ist, im deutschen Markt nach der nächsten technischen Gegenreaktion auf jeden Fall wieder auf die Short-Seite zu setzen. Wie gesagt, wir sind schon seit letzter Woche Short im deutschen Markt, wie alle, die bei uns im Mastermind-Seminar waren, weil wir einfach rechtzeitig das erkennen konnten, auch anhand der Daten eben aus dem Zinsentscheid sehr, sehr klar war. Aber ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen eben entsprechend eine technische Gegenreaktion bekommen und deswegen möchte ich erst danach neue Short-Positionen im Trading aufmachen und die werde ich auch jetzt nur noch bis zum Freitag aufmachen können, weil ich nämlich ab Freitag in den Urlaub gehe und dann auch erst wieder ab September hier bin. Das heißt, ich werde nur meine mittelfristigen Positionen fahren, die sowohl aus dem Investmentbereich sind, als auch Positionen, die wir im Aktienbutler fahren. Und wenn jetzt irgendwelche wichtigen Daten sind, dann schaue ich mir das natürlich auch an, aber werde dann auf jeden Fall die nächsten 3,5 Wochen keine Daytrades machen, weil ich eben dann im Urlaub bin. Das heißt nicht, dass bei uns im Handelsbüro nichts getan wird, aber ich selber bin jetzt erst einmal bis Anfang September dann raus. Okay, wir haben noch circa 10 Minuten. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt diese gerne in den Chat oder wenn ihr Fragen zu Einzelaktien habt, dann haben wir jetzt auf jeden Fall noch 10 Minuten Zeit, die ihr dann hier entsprechend stellen könnt und dann gebe ich euch gerne dazu auch natürlich noch meine Meinung. Aber 2,5% beim S&P ist schon eine Ansage heute, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja nicht ungewöhnlich. Ich meine, du bist ja nun auch schon lange dabei, Nelson. Und der Montag ist halt tatsächlich immer ein solcher Tag. Wir haben gesehen, dass es am Donnerstag, Freitag bergab ging, eigentlich ja seit Mittwoch. Und montags passiert natürlich dann häufig dass am Wochenende kommen die Leute dazu, schauen sich ihre Depots an, lesen dann noch in Zeitungen wie Euro am Sonntag, was so alles passiert ist. Dann liest du montags morgens bei NTV noch irgendwelche schlechten Nachrichten. Und dann werden natürlich viele Private einfach aus dem Markt gedrückt. Aber genau das ist, glaube ich, der Punkt. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Dynamik anhalten wird, sondern ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass wir jetzt erst einmal eine technische Gegenreaktion bekommen. Und dann wird sich, glaube ich, entscheiden, was passiert. Aber ich bin auch eher auf der Short-Seite die nächsten Wochen positioniert, gerade im mittelfristigen Bereich, also aus Sicht von ein paar Wochen. Deswegen, wie gesagt, im Investmentbereich haben wir alle Longs schon seit die eine Hälfte ja im Frühjahr rausgenommen, die zweite Hälfte dann im Juli. Und jetzt sind wir halt alle im Investmentbereich auf der Short-Seite unterwegs oder eben entsprechend marktneutral, ne? Also es ist halt nicht ungewöhnlich, dass montags das ist. Deswegen kommt ja auch dieser Turnaround Tuesday. Das ist ja diese Statistik, die dahinter steckt, dass der Montag halt dann häufig sehr, sehr extrem schwach ist und wir dann dienstags oder mittwochs diese technische Gegenreaktion bekommen. Okay, dann schauen wir mal. Amazon. Na. So, wieso habe ich denn hier nur die Deutschen? Da haben wir es. Also Amazon ja auch extremst gut gelaufen in den letzten Wochen. Ich hatte den Hochpunkt hier Mitte Juli gehabt. Dann, was ja der wichtige Punkt eigentlich war, ist, wenn man sich jetzt die letzte Aufwärtsbewegung anschaut und das hier auch wieder im Prinzip dasselbe, was ich gerade auch schon gesagt habe. Der Aktienmarkt läuft halt, wie auch viele andere Märkte, halt an den 200er sehr, sehr häufig dran und läuft dann wieder in die Ursprungsrichtung zurück. Auch das haben wir hier gesehen, 200er EMA und der Markt läuft dann. So, jetzt sind wir wieder hier mit Gap nach unten. Eigentlich dürfte hier keiner long positioniert sein, hoffe ich zumindestens, denn wir haben ja hier die Tiefs bei etwa 1870 herausgenommen. Das heißt, spätestens da, die Leute, die im Tagesschart unterwegs sind, sollten da eigentlich raus sein. Für alle die, die im Stundenchart unterwegs sind, das kann man sich ja auch hier ganz gut ansehen, diese letzte Bewegung. Ich mache das mal so, dass wir uns die Aufwärtsbewegung hier anschauen. Die letzte wäre jetzt das Ganze, so wie wir häufig im Stundenchart ja handeln. Das ist ja dieser Trend, den wir hier sehen. Also das heißt, im Tagesschart haben wir gesehen, es waren so bei 1870 ungefähr draußen gewesen. Hier sehen wir den Trend im Stundenchart. So, und dann sieht man, auch hier muss man eigentlich dann entsprechend irgendwann raus gewesen sein. Also selbst wenn wir das jetzt hier hochnehmen, so, weil hier haben wir eben doch nur relativ kurze Korrekturen gesehen. Und hier sieht man, wenn der Markt dann hier runterkommt, also spätestens hier bei etwa 1940, 1945 Punkte oder beziehungsweise Dollar, spätestens da sollte man eigentlich raus gewesen sein, so dass man hier eigentlich keine Longs mehr haben sollte, zumindest markttechnisch gesehen. So, dann hatten wir Apple. So, auch am besten im Tagesschart, weil da lässt sich das meistens immer am einfachsten zeigen. So, da haben wir dann auch in der letzten Woche dann hier mit dem Donnerstag beziehungsweise mit dem Mittwoch hier das Hoch noch gesehen und fallen hier auch sehr schön jetzt herunter. Das heißt aber auch hier sollte normalerweise niemand mehr entsprechend drinne sein im Markt, denn wenn man sich das Ganze dann entsprechend anschaut, na, im Stundenchart, da sieht man auch hier, wir sehen hier natürlich die Bewegung, die hier nach oben gegangen ist, so hier rauf, hier runter. Dann hier auch nochmal herauf, hier herunter und dann hier herauf. Also es gab das Gap und dann ist der Markt halt hier unter die 207 gefallen und dann ist man halt raus aus der Position. So, und wer eben entsprechend seine Stops setzt,
der hat halt diese Problematik nicht, sondern ja, wir haben hier -5% heute stehen, aber normal sollte man ja nicht mehr long drinne sein. Also die Indizes haben gezeigt, dass wir auf Short sind oder auf jeden Fall nicht mehr im Long-Modus sind. Wer die Aktie hatte, sollte auch schon ausgestoppt sein. Und neue Positionen würde ich persönlich momentan, wie gesagt, nicht auf der Long-Seite, zumindest nicht auf Sicht von 3, 4 Wochen eingehen, weil ich glaube einfach, dass es hier zu gefährlich ist in diesem jetzigen Marktumfeld. Wie gesagt, wir haben durch den Zinsentscheid gesehen, dass die Märkte darauf sehr, sehr negativ reagiert haben. Wir haben im Vorfeld natürlich auch schon gesehen, dass wir Divergenzen hatten, was den Zinsmarkt anging. Das heißt, die kurzfristigen Zinsen waren zeitweise höher als die langfristigen Zinsen. Das sind ja auch ganz, ganz wichtige Bestandteile, gerade aus dem Bereich des Investments. Das heißt, dann ist die Gefahr natürlich auch immer groß, dass die Märkte dann Luft holen und der Auslöser ist dann halt der Zinsentscheid gewesen. Okay. Frage zu Stör. SAX. Ja, genau. Also hier im Prinzip Aktie doch noch relativ stark. Ich meine, klar, ist jetzt auch in den letzten Tagen zurückgekommen. Im Tageschart ist das halt das letzte Tief, was wir hier ja sehen. Also roundabout bei 63,50. Da sind wir noch ein Stückchen von weg. Also wenn der Markt dann tatsächlich in den nächsten 1, 2 Tagen hier sich stabilisieren kann, dann haben wir hier natürlich noch die Möglichkeit, dass es noch mal ein Stückchen weiter nach oben geht. Ansonsten, wie gesagt, wenn wir hier drunter fallen, dann ist die Long-Position halt eigentlich nicht mehr so ganz viel wert. Wenn wir uns den Stundenchart anschauen, dann ist es so, dann sollte man eigentlich nicht mehr drinne sein, weil wenn wir uns hier das anschauen, das letzte markante Tief vor dem letzten Hoch war halt hier bei around 70,50. Das heißt, als wir hier durchgeknallt sind auf dem Weg nach unten, sollte man normalerweise ja ausgestoppt worden sein. Das heißt also, im Prinzip ist das Bild ja ähnlich und das bleibt ja auch nicht aus. Es ist immer die Frage, die ja immer kommt, naja, wieso ist das denn plötzlich bei allen Aktien so? Aber wenn der Index an sich 5, 6, 7% fällt, dann werden natürlich auch 80% der Aktien fallen. Und das ist hier eben auch das gleiche Bild. Das heißt, wer im Tageschart tradet, ist wahrscheinlich noch drinnen. Und wer im Stundenchart handelt, was ich ja auch sehr, sehr viel mache, dann ist man halt einfach aus den meisten Positionen in den letzten Tagen herausgeholt worden. So, dann kommt noch eine Frage gerade weiter. Nach Lage wäre also für August saisonal besser Short Aktien zu nutzen. Ja, natürlich, saisonal gesehen ist tatsächlich so, dass der Markt grundsätzlich eher schwächer ist. Das ist aber nicht in jedem Jahr so. Und das ist gerade in den Monaten August, September, Oktober tatsächlich so, dass es so ungefähr halbe halbe ist. Also es ist jetzt gar nicht so, dass es so eindeutige Short-Monate sind, aber es sind keine klaren Long-Monate. Nichtsdestotrotz gibt es eben saisonale Muster in Long-Aktien, die auch relativ gut funktionieren. Aber einfacher ist es natürlich immer, wenn man sich das Ganze saisonal anschaut und weiß, okay, saisonal ist eigentlich der Sommer eher schwach. Dann kommen noch solche Dinge wie der Zinsentscheid dazu. Dann kommt sowas dazu, wie zum Beispiel diese Divergenz im Zinsmarkt. Das heißt, das sind ja alles Dinge, die wir aus dem Investment kennen, auf die wir natürlich auch entsprechend achten, auf die wir auch achten, beispielsweise in der Morgenroutine, wo wir uns ja jeden Tag anschauen, wie sehen denn die Zinsstrukturkurven aus, damit wir ein ganz klares Bild dafür haben, ob wir heute Long oder Short traden wollen. Frage, ist die Fundamentalanalyse für dich auch ein Thema bei deinen Investments? Also in den Einzelaktien nicht. Ich gehe nicht hin und mache eine Fundamentalanalyse für Einzelaktien. Das ist mir viel zu aufwendig. Das habe ich auch schon ganz, ganz oft gesagt. Also ich schaue mir natürlich bei Einzeltiteln immer an, wie sieht das Ganze markttechnisch aus? Will ich hier Long oder Short handeln? Aber, und das ist ja das Wichtige, übergeordnet habe ich ja immer die Indizes. Und die Indizes sagen mir halt, in welche Richtung der Markt läuft. Weil, wie gesagt, wenn wir einen Long-Markt haben, steigen im Regelfall 70, 80% der Aktien. Wenn wir einen Short-Markt haben, dann fallen im Regelfall 70 bis 80% der Werte. Und hier schaue ich natürlich schon sehr genau hin. Das heißt, diese Morgenroutine, die ihr ja auch häufig bei mir im Wochenausblick seht, ich zeige ja immer so kleine Ausschnitte auch davon. Wir gehen in den Trader-Seminaren da immer darauf ein und ganz massiv dann im Mastermind-Seminar, so dass wirklich jeder, wirklich absolut jeder in der Lage ist, Umkehrpunkte nach einer Korrektur zu erkennen. Wir kriegen die Signale eigentlich immer so geliefert, dass wir
meist mit einer Verzögerung von 24 bis 48 Stunden. Das heißt also, wir sehen im Prinzip 1 bis 2 Tage vorher, dass diese Korrektur gerade ausläuft und dass wir dann wieder auf die Long-Seite wechseln können, zumindest für mittelfristige Trades. So, Wolfgang hat geschrieben, Gegenbewegung morgen bei Automobilwerten wie Daimler, da sie doch sehr stark zurückgekommen sind. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 1, 2 Tagen tatsächlich eine Gegenbewegung bekommen. Ich gehe aber nicht blind rein. Und das ist, glaube ich, immer das, was wichtig ist, dass man nicht einfach blind in einen Markt hineingeht, sondern dass man wirklich ganz genau schaut. Hier bei Daimler sind wir knapp 3% runter. Ist ja auch so eine typische Short-Aktie gewesen. Wir haben hier die alten Tiefs auch herausgenommen heute. Das heißt aber nicht, dass ich davon ausgehe, dass wir jetzt morgen hier weiter nach unten fallen. Na klar, wenn der Markt jetzt weiter fällt, wird natürlich auch Daimler weiterfallen, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass die hier diesen Bereich einfach nochmal antesten, wo wir hier die alten Tiefs eben entsprechend bei 44,50 hatten. Mich interessiert zurzeit stark SKT. Gut, schauen wir da gerade noch drauf. Schaffen wir gerade noch 19 Uhr. SKT. Was ist daran falsch? Mal gerade gucken. SKT. Kriege ich gerade keinen Kurs zu, kann ich nicht sagen, woran es liegt. Dann schauen wir noch gerade auf RWE. So, RWE. Anders als die anderen Aktien, die wir uns gerade angeschaut haben, noch richtig stark. Und da vielleicht auch kurz nochmal einen Satz zu. Es ist natürlich so, dass gerade Versorger natürlich immer dann gekauft werden, wenn die anderen Titel eher schwach sind. Das heißt, das ist so eine Statistik, die aus ja noch aus der aus ja im Prinzip, das war schon vor 10 Jahren, 20 Jahren so, dass man, wenn die Aktienmärkte schwach gehen, man häufig in Versorger hineingeht. Man muss halt gucken, wenn Aktienmärkte lange fallen, dann werden auch Versorger im Regelfall unter die Räder kommen. Aber es ist halt immer relativ sicher, weil man ja meist hier eine ganz gute Dividende bekommt, wenn denn das Unternehmen gerade eine Dividende zahlt. Wenn wir es rein markttechnisch uns betrachten, im Tageschart ja ganz klar, da sind wir noch weit, weit weg davon, dass wir hier ausgestoppt werden könnten, weil die Stops sollten dann ja unter dem EMA 200 liegen. Das heißt, wir sind hier gut 10% davon weg. Das heißt, wenn wir hier eine technische Gegenreaktion in den nächsten Tagen bekommen, kann es gut sein, dass wir hier tatsächlich auch nochmal bei RWE Richtung neue Hochs gehen. Okay, ich glaube, wir haben noch 2 Aktien, die gucke ich gerade nochmal kurz drauf und dann müsste ich leider auch Schluss machen. So, Alibaba. Ja, Alibaba, auch für mich kein Long mehr. Warum? Naja, wir sind hier unter dem 200er EMA und man sieht hier auch, es geht hier nach unten. Stellt sich die Frage, ist es ein Short? Wenn nicht Long? Nee, für mich auch nicht, weil, wie gesagt, die Aktie jetzt doch eine relativ starke Bewegung nach unten gemacht hat. Das heißt auch hier ähnlich. Ich würde in den nächsten Tagen abwarten, was passiert, ob wir eine technische Gegenreaktion bekommen. Und dann überlege ich mir, ob es sich Sinn macht, hier einen Short zu machen, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass wir hier nochmal Richtung 148 oder auch tiefer gehen. Und jetzt noch eine Frage zu Starbucks von Carsten. So, dann schaue ich hier. Und auch ganz klar, der Stop würde bei mir hier bei Starbucks ganz klar hier unter dem Tief liegen, so bei etwa 89 Dollar, also roundabout 4% noch entfernt. Wir haben hier gesehen, es gab hier ein Gap. Ich gehe davon aus, dass es Zahlen waren. Wie gesagt, ich war die letzten 10 Tage nicht an Bord gewesen. Und würde daher erstmal abwarten, was hier passiert, wer drinne ist. Wie gesagt, ich würde hier einfach den Stop drinne lassen. Glaube ich, nicht so glücklich ist, den Stop hier in diesem Bereich zu legen, also in die Ausbruchsmarke, weil die wird mit Sicherheit angelaufen, hier die 92. Und deswegen, ich würde den Stop hier einfach unten drunter lassen, wenn ich die Aktie hätte. Und ja, Neuengagements. Kurzfristig kann es wirklich Sinn ergeben, wie gesagt, wenn die technische Gegenreaktion kommt, weil die Aktie hier dann nochmal ganz gut Richtung 100 laufen könnte. So, ich glaube, dann habe ich hoffentlich alle Fragen gesehen. Wenn
noch was sein sollte, wie gesagt, wir machen natürlich weiterhin den Wochenausblick. Kann sein, dass den ein, zweimal der Kai macht bei uns. Müssen wir mal schauen. Vielleicht mache ich es auch sonst noch einmal jetzt am Freitag für euch, weil, wie gesagt, ab dem Samstag bin ich dann nicht mehr da, bin dann erstmal bis September im Urlaub, wie jedes Jahr im August. Wünsche euch eine gute Zeit an den Märkten. Wie gesagt, passt auf eure Positionen auf. Volatilität ist immer in beiden Richtungen massiv. Short Trades machen einfach Sinn, machen auch absolut Spaß. Wir haben auch noch viele Termine diese Woche, auch noch einiges an Webinaren morgen noch, von der Trader-Ausbildung, von Investment auch morgen noch. Und der eine oder andere wird sicherlich auch mit dabei sein. Und ansonsten, wie gesagt, euch auch schöne Ferien, falls ihr auch noch in den Urlaub fahrt. Nutzt die tolle Zeit, die wir jetzt haben. Ich, wie gesagt, die letzten 10 Tage am Bodensee, war zwar Seminar, aber trotzdem konnte ich die Zeit so ein bisschen nutzen, um auch da das schöne Wetter zu genießen, direkt am Wasser, und nutzt die Zeit für euch und freue mich, euch dann wieder im September zu sehen oder zu hören. Vielleicht auch bei Rendite Unlimited oder auch Börse Unlimited und ansonsten beim großen Marktausblick beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Mario, dass du uns auch jetzt zur Verfügung standst nach deiner Reise und natürlich einen schönen Urlaub. Vielen Dank an die alle Teilnehmer. Die Anzahl der Teilnehmer war ja wirklich sehr, sehr, also sehr, sehr gut. Sonst, wie sonst eigentlich immer auch, obwohl Ferien sind. Also hat mich sehr, sehr gefreut. Deswegen, also nicht deswegen, aber natürlich einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Woche. Mario hat es schon gesagt, wird eventuell eine volatile Woche werden. Deswegen passen Sie auf Ihre Position auf und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.